Wieder einmal eine Zikade. Ich denke, es ist die bunte Graszirpe. Ja, sie wollte unbedingt auf YouTube. Und sie präsentiert sich. Ihre Mimik ist... ja. Sie winkt. Ja, sie winkt. Hier bin ich. Ja, sie gibt, was sie hat. Ja, ja. Mehr liegt nicht drin. Und sie sind klein, he? 3 bis 4 mm. Ja. Ja, für YouTube. Richtig. YouTube. Der Rhabarberzünsler. Ein hübscher Kerl eigentlich, aber hat mit Rhabarber überhaupt nichts zu tun. Nein, wie ich gelesen habe, die Larven, die fressen verschiedene Kleearten. Hat eine schöne Farbe. Ja, ist einfach nur faul. Seine Frisur ist war schön. He? Ja. Hier, wer bist du? Name? Vorname? Genaue Anschrift, Handynummer, Schuhgröße. Ich bin einfach eine Bärenwanze. Ja, okay. Vermutlich ein Herr, weil die Schuhgröße kennt schon die Dame, oder der Herr nicht. Ja. Für den Film muss man sich hübsch machen. Ja, sie putzt die Füße. Ja, ja, das eben die Schuhgröße, ja. Oder? Es gibt sie auch viel von diesen, die sind sehr häufig. Ja. Ja, wir sehen sie oft. Sie sind manchmal für mich etwas schwieriger zu unterscheiden auf den ersten Blick vom zwischen der Fruchtwanze, ja, der nördlichen, und die Bärenwanze. Ja. Ah, der Rhabarberzünsler hat einen Auftrag erteilt. Sie wurde zum Subunternehmer. Ja, sie wurde engagiert. Ja, sie muss jetzt unser Gerät reinigen. Aber sie ist relativ schlau. Sie arbeitet am Schatten. He? Genau. Wahrscheinlich war es heiß. Ja, ja. Und auch hier sieht man sehr gut, sie nimmt nass auf. Also sie gibt Flüssigkeit auf unsere Klammer und saugt es wieder ein. Und alles, was sich darin gelöst hat, ich vermute Salz und solche Sachen. Ja, und Blütenstaub, aber sie macht das gar nicht so schlecht. Ja, sie gibt sich Mühe. Die größeren lässt sie sein, die größeren, hast du gesehen? Ja, ja. Das könnte ihren Saugrüssel verstopfen. Ja. Hübsch. Sie haben eine schöne Farbe, wirklich. Ja, sie gefallen mir sehr gut. Im Unterschied zur Fruchtwanze, hier ist der innere Teil, das Dreieck, das ist gelb bei der Bärenwanze und bei der Fruchtwanze ist es rot. Ja, und auch der Rand der Fruchtwanze ist gelblich. Ja, also ja, nicht die weiß. Farben nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-gelb. Ja. Und sie sind nicht wählerisch, sie gehen auf fast alle Pflanzen. Sie stechen alles an, was sie können. Mhm. Beeren, ja? Ja, das haben sie am liebsten, Himbeeren und Brombeeren. Aber wenn sie in Massen auftreten, können sie auch Schaden anrichten, weil die Beeren sind nachher nicht mehr genießbar, wenn sie ihren Speichel injiziert haben. Ja, genau, ja.
Man sieht von unten sehr schön die Tarnung. Ja? Ja. Hier auf einer Säublume. Auf einem Löwenzahn. Löwenzahn. Sie verachten auch nicht die Blattläuse, das fressen sie auch. Oder auch Insekteneier. Dann sind sie aber auch Mützlinge zum Teil. Ja, 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 ja. Ja, der Löwenzahn hat es ihr angetan. He? Und natürlich wieder die Füße reinigen. Sehr wichtig. Aber die Schuhgröße hat sie nicht mitgeteilt. Nein. Ja, das bleibt doch kleben von diesem verblühten Löwenzahn. Ja, ja, der Füller muss auch geputzt werden. Ja, für YouTube ist das ganz klar. Saubere Schauspieler. Schön, wie sie das mit ihren Füßen so. Mhm. Und dann werden die Füße gereinigt, der Füller war schmutzig. Unglaublich. So. Was nun? Aha, das ist ein Mönch. Es bringt Blumen, siehst du. Oh. Und jetzt hat er bemerkt, ja, aber da gibt es schon viele von diesen Blumen. Damit kann er wohl nicht mehr punkten, oder? Siehst du, er ist da unten in der Blüte. Ja. Da. Ja, ja, man sieht ihn. Ja, er hat die Dame. Ja, entdeckt. Ja. Und sie steht ihm auf den Kopf. Sie hat anderes im Sinn. Ja, sie versucht da irgendwie Fuß zu fassen. Aber er ist interessiert. Das hat ziemlich lange gedauert, in diesem Löwenzahn. Ja. Ich denke, er schleicht sich ab. Ne? Er getraut sich vielleicht nicht. Er sollte fragen. Wir haben einfach die Bilder. Ja, das hat funktioniert. Die Bilder gefallen. Das hat funktioniert. Also wir sehen, sie sind eigentlich fast gleich. Das Weibchen ist etwas größer und breiter. He? Ja. Das ist oft so. Die Weibchen brauchen mehr Raum und Platz für die Eier. Und jetzt kommt noch eine dritte. Die ist auch bei der Paarung. Das sind zwei Paare. Ah, das sind zwei Paare. Ja. Okay. Ja. Und vorne das Weibchen, weil es saugt, oder? Es frisst. Ja. Bei der Feuerwanze haben sie hinten Halbschalen, um anzudocken. Und diese hier nicht. Das ist schwierig zu sehen. Ja. So, das hat funktioniert, das Ganze. Hier ist sie beim Eierlegen. Genau. Und sie machen so Pakete, so bis 25 Stück aneinander. Ja. Diese hier hat 20 oder 21 Eier gelegt. Ja, es war so etwas. Es kam nachher schlechtes Wetter und wir mussten eben aufhören. Ja. Ja, es begann mit dem Regen und wir haben nicht verstanden, warum sie die Eier ungeschützt ablegt. Ja. Das ist also eine Larve. Welches Stadium? Ich habe keine Ahnung.
Wir haben nicht so viele kleine gefilmt. Ja, auch nicht entdeckt. He? Ja, aber sie häuten sich etwa 5-mal, bis sie dann erwachsen sind. Mhm. Und die erwachsene Wanze, die überwintert dann. Schau mal, ein schönes Bild. Gut getarnt, der Kleine da. Enorm gut getarnt. Die Blüte ist ebenso haarig wie er. Oder sie, das weiß ich nicht. Mhm. Hübsch. Kuschelig irgendwie. Ja. Das ist wieder ein nächstes Larven. Ein bisschen älter, ja. Ja. Aber sie sind immer ziemlich haarig. Ja. Als jung, die ja. Erwachsenen dann nicht mehr. Ja. Und ich habe gelesen, im Süden gibt es sogar 2 Generationen von ihnen. Pro Jahr. Ja. Und die Entwicklung vom Ei bis zur Wanze dauert etwa 50 Tage. Also relativ rasch. Ja. Ja, alle 10 Tage ja. Im Larvenstadium. Ja. Diese hier ist verletzt. Hä? Ja, der Flügel. Der Flügel ist da irgendwie auf die Seite, wurde abgerissen vermutlich. Also sie kann die Flügel nicht mehr schließen. Aber sie fliegen ja auch selten. Hier sehen wir, warum so ein Flügel defekt sein kann. Ne? Also wir haben hier eine Streifenwanze und die Ameise versucht, sie in ihr Nest zu zerren. Und das geht da ziemlich rau zu. Und hier sehen wir, wie der Flügel fast abgekniffen wird. Ja. Also recht brutal, diese. Die sind so stark, diese Ameisen. Ja, und deshalb ist dann ein Flügel vielleicht so. Schieflage. Das kann gut sein, ja. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.